Wenn man eine Garage mit einem neuen Tor aufwerten möchte, muss man natürlich das alte Schwingtor ausbauen. Damit das reibungslos vonstatten geht, sollte man mindestens zu zweit sein und eine Zeit von einer halben Stunde einplanen. Hier eine kurze Projektübersicht. Als erstes muss das Tor gesichert werden. Darauf folgt das Lösen des Tors. Zuletzt kommt das finale Entfernen von Schienen und Halterungen. Beginnen wir mit dem Sichern des Tors. Als allererstes sollte man das Tor mit einer Schraubzwinge sichern. Setzen Sie die Zwinge vor das Führungsrad und verhindern Sie dadurch, dass sich das Tor schließen kann. Jetzt können die Federn ausgebaut werden. Prüfe durch das Anheben der Feder, ob du es einfach aushängen kannst. Sollte zu viel Spannung auf ihr sein, ist es eventuell besser, die Feder mit Hilfe eines Winkelschleifers abzutrennen. Da beim Schneiden durch die Spannung der Feder sehr viel Kraft freigesetzt wird, müssen Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Du solltest mindestens eine Schutzbrille, Handschuhe und feuerfeste Kleidung tragen. Nachdem du den Hals der Feder abgetrennt hast, muss das Tor vorsichtig abgelassen werden. Dafür ist eine zweite Person sehr hilfreich. Die eine sichert das Tor, während die andere die Schraubzwinge löst. Zu zweit könnt ihr das Tor nun runterlassen. Mit Nageleisen, Rohrzange, Hammer und Schraubendreher kannst du dich an das Entfernen der Sicherungssplinte begeben. Beginne damit, die oberen Führungsrollen zu demontieren. Ein Akkuschrauber mit Stecknussadapter erleichtert dir das Entfernen der 6 Kantschrauben. Als nächstes schraubst du auf einer Seite das Sicherungsblech ab, bevor du auf der anderen Seite den Arm abmontierst. Dein Helfer sollte während der ganzen Prozedur das Tor sichern. Zu zweit könnt ihr das Tor aus der Öffnung drehen. Jetzt bleibt nur noch die Zange Stück für Stück auseinander zu schrauben und schon hast du Platz für ein neues Tor geschaffen.